Willkommen zurück, ich bin Arne Wilczek. Heute geht es um das Thema Chia-Plots, Werbung in eigener Sache. Wenn ihr schneller plotten wollt, was für Möglichkeiten habe ich, wie kriege ich das hin? Und meine Kollegen und ich haben eine Internetplattform gegründet und haben uns überlegt, wie könnten wir euch diese Möglichkeit bereitstellen. Und wir haben uns drei Möglichkeiten überlegt, wie man das machen könnte. Und da stelle ich euch erstmal vor, einfach die Plattform, was ihr tun könnt, um sozusagen schneller mit Plots voranzukommen. Das ist für die Leute lukrativ, die als Beispiel Festplattenspeicher haben, aber nicht schnell genug plotten können oder ja, einfach die Hardware nicht ausreicht, aber der Festplattenspeicher da ist. Das ist unsere Homepage, chiaplot.de, und ihr findet, falls ihr mich kontaktieren wollt, meine Kontaktdaten im Impressum. Da könnt ihr mich per Mail oder Telefon anrufen. Besser ist aber per Mail, mein Telefon, da nehmen wir auch teilweise Bestellungen entgegen, was sein kann, dass ich da ein bisschen ausgebucht bin. Deswegen am besten eine E-Mail schreiben. Was bieten wir an? Das ist vielleicht das Interessantere, und was kostet der Spaß? Ja? Wir haben drei Services. Einmal ein Festplattenservice, also sprich Festplattenversand. Das zweite USB-Versand und das dritte zum Download. Ganz wichtig, Festplattenversand funktioniert so, ihr schickt uns eure Platte zu, wir machen die voll mit dem bestellten Anzahl der Plots und schicken sie euch zurück. Packt eure Festplatte gut ein, das ist wichtig, dass sie nicht beim Versand beschädigt wird. Wenn sie bei uns beschädigt ankommt, melden wir euch das natürlich. Aber wichtig ist an der Stelle, dass der Versand reibungslos funktioniert, dass einfach die Festplatte gut verpackt ist. Wir schicken es euch in der Verpackung, die ihr uns zugeschickt habt, auch wieder zurück. Das zweite, was wir anbieten, ist ein USB-Download, USB-Versand, Entschuldigung. Das heißt, ihr zahlt für den USB-Stick einen Pfand. Wir schicken euch die Plots sofort los, sobald ihr uns den Public und den Pharma-Key übertragen habt. Wir plotten sofort los, sobald sie fertig sind, kommen sie per Paket zu euch zugeschickt, und ihr könnt die Plots dann direkt einstecken, bei euch herunterladen vom USB-Stick oder herunterziehen vom USB-Stick und uns den USB-Stick zurückschicken, dann kriegt ihr das Pfand wieder zurück. Die letzte Möglichkeit ist der Download. Ihr könnt dann, das ist auch die günstigste Möglichkeit, ihr könnt direkt von unseren Servern das herunterladen, sprich dort werden die Plots generiert. Sobald sie soweit sind, habt ihr je nachdem zwischen einem Tag und vier Tagen Zeit, das Ganze herunterzuladen. Aber ich gehe mal einfach mal genau auf das Ganze ein und zeige euch mal, wie die Preise sind und wie das funktionieren könnte. Beim Festplattenversand, wie gesagt, ihr schickt uns eure Platte zu. Ihr habt hier die Möglichkeit, zwischen den verschiedenen Platten auszuwählen. Die kleineren Platten sind natürlich teurer, weil es ist auch ein gewisser Aufwand. Man muss das Zeug auspacken, muss es kontrollieren, muss es natürlich überprüfen auf Viren. Dann muss es rein in unser Plot-System, werden die Daten übertragen und. Deswegen sind die kleinen Platten teurer. Wenn ihr sagen wir mal im Bereich 12 Terabyte seid, wo ihr zum Beispiel 92 Plots bestellt oder 10 Terabyte, also 12 Terabyte 110 Plots bestellt, dann wird die Staffelung nur noch A 20 Euro, ja, pro 10 Plots 20 Euro. Die Preise können variieren, wenn ihr das vielleicht einen Monat später seht, das Video, können die Preise auch schon anders sein, ja. Wir passen den gängigen Marktpreisen an, und so wie ich sagen kann, sind wir einer der günstigsten Anbieter. So, PharmaKey und PublicKey müsst ihr eintragen, wo finde ich das? Ich habe dazu extra heute noch ein Video hochgeladen. Ich tue euch den Link unten in die Infobox rein. Ja. Hier findet ihr das. Ihr müsst einfach in die PowerShell gehen, vereinfacht ausgedrückt. Und wenn man hier auf 4K umstellt, ja, dann sieht man auch was. So. Und dann gebt ihr dieses Kommando an, weil der Typ redet da die ganze Zeit. Das bin ich. Ne? Und wenn ihr das Kommando eingegeben habt, da findet ihr euren Private Key und den Public Key. Ja. Also hier an der Stelle, also Entschuldigung, den Pharma Key und den Pool Public Key. Das sind die zwei Keys, die ihr eingeben müsst. Wichtig, nicht den Master Public Key. Ihr müsst nur den Pharma Public Key eingeben und den Pool Public Key. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr den falschen Key eingibt und wir die Plots für euch generieren, dann ist es eine Dienstleistung, dann müsst ihr trotzdem für die Dienstleistung bezahlen. Also guckt nach, dass ihr die Keys wirklich diesen Pharma Pool Key, Public Key und Pool Public Key richtig eintragt, sprich hier steht es Pharma Key und Pool Key, ja, die beiden eintragen und auf keinen Fall den Master Public Key, ja, oder die Wallet Adresse. So, wenn ihr das eingetragen habt, könnt ihr das Ganze bestellen. Jetzt werden sich einige sagen, okay, 220 Euro für 110 Plots, das ist schon viel, das kriege ich auch hin, ja, ich kann mir eine SSD bestellen und. Ja, aber die Hardware, die ihr abnutzt, ist dann eure eigene. Ihr müsst natürlich das Ganze pflegen und managen, und gleichermaßen kann man sich das ja mal durchkalkulieren. Nehmen wir mal an, ihr habt 110 Plots plötzlich auf einmal innerhalb von einer Woche, dann
aktuelle Preise, Chia-Preise sind hier mit diesem Kalkulator eingerechnet, dann kriegt ihr $30 am Tag. Nehmen wir mal an, das sind 20 Euro, einfach ausgedrückt 20 Euro, wobei wir könnten es eigentlich genau rechnen. Wir könnten das Ganze hier analysieren, indem wir sagen 27,06 mal den Umrechnungsfaktor und das ist 0,84. So, das wären 22,7, also runden wir mal ab, 22 Euro am Tag würdet ihr verdienen, vorausgesetzt ihr gewinnt ein Chia. Das heißt, diese Rechnung würde sagen, dass ihr innerhalb von 10 Tagen hat sich diese Festplatte, diese Plots refinanziert. Ja? Und das heißt, die macht auch einen Sprung im Vergleich zum Netzwerk, denn das Netzwerk wächst rasant und ihr macht dementsprechend einen Sprung und könnt vielleicht sogar das Netzwerk einholen. Anführungszeichen überholen, je nachdem. Ja, also ab 12 Terabyte sind die Preise immer um 20 Euro gestaffelt, weil wir uns sagen, da ist der Aufwand eigentlich schon für uns nicht mehr so groß, weil die Festplatte ist dann überprüft und. Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zu den USB-Sticks. Ja. Die sind natürlich etwas hochpreisiger, weil der Aufwand höher ist. Ihr habt nur eine Möglichkeit, ihr könnt 4 Plots bestellen. 4 Plots kosten 15 Euro. Dementsprechend auch hier Public und Bulking eingeben. Aktuell sind nur noch 3 USB-Sticks vorrätig, das heißt, wir haben schon ein paar losgeschickt. Und ja, ist halt so. Ne? Dann gehen wir zurück und schauen uns nochmal die letzte Möglichkeit an, und zwar könnt ihr hergehen und natürlich auch es von unseren Servern runterladen. Kommen wir zu den Downloads, das ist noch das Interessanteste vielleicht für den einen oder anderen, einfach das Ganze auch mal zum Testen, ob es funktioniert, und es geht halt auch am schnellsten. Ja. Hier an der Stelle habt ihr 3 Möglichkeiten, einmal einen Plot mit einer Speicherzeit von einem Tag, die zweite Möglichkeit sind 5 Plots und 10 Plots, wir haben das Ganze einfach gestaffelt. Ich gehe jetzt einfach mal auf die 10 Plots über, später werden wir auch noch mehr Plots anbieten, aktuell können unsere Server das nicht bieten, wir haben schon mehr Kapazitäten bestellt, aufgrund der Bestellung, ihr seht es eigentlich, es sind nur noch 2 vorrätig, ja, wir haben es auch ein bisschen reduziert, aber es geht halt einfach nicht anders. So, bei 10 Plots und ist die Speicherzeit 4 Tage, bei einem Plot, der ist auch schon hochpreisiger, das liegt einfach daran, da ist der Aufwand höher, ja, liegt die Speicherzeit bei einem Tag. Nicht vergessen wieder auch hier den Pharma Key und Pool Key einzugeben. Und jetzt, was bringt es mir, ja, was für einen Vorteil habe ich und was muss ich beachten bei dem Download? Ganz einfach, das steht auch alles dran, wenn ihr das bestellt. Nehmen wir mal an, ihr bestellt einen Plot, weil ihr das einfach mal testen wollt und ihr habt eine 16-Megabit-Leitung, ja. Das heißt, 16-Megabit-Leitung möchte ich euch nur vorrechnen, wie lange es dauert, einen Plot herunterzuladen. Vorausgesetzt, alles geht gut. 16 Megabit geteilt durch 8, dann kriegt ihr die Megabyte pro Sekunde, das wären 2 Megabyte pro Sekunde, vorausgesetzt, eure Leitung bietet das. Und dann macht ihr am besten einen Speedtest, habe ich schon bei mir gemacht. Ich habe hier 500 Megabit und 50 Megabit Upload. Ja. Wie macht ihr das einfach? Hier geht ihr auf wasistmeineip.de und dann geht ihr auf Speedtest starten und dann könnt ihr euren Anbieter und alles auswählen, aber ihr könnt auch Speedtest starten machen. Das Ganze läuft hier oben durch, dauert etwas und dementsprechend kurz danach habt ihr das Ergebnis, wie schnell eure Leitung ist und mit den Werten solltet ihr arbeiten. Als Beispiel hier habe ich 510 Kilobits, das sind 510 Megabits, ja. Das heißt, an der Stelle mache ich hier 510000 geteilt durch 8. Das wären 63 Megabyte pro Sekunde, könnte ich herunterladen. Als Beispiel, die Dateien haben 108 Gigabyte, das sind 100 in Megabyte so viel, geteilt durch 64 war es, ja, mache 3 mal 63,75. Das heißt, das wären die Sekunden, wie lange ich drunter laden müsste, geteilt durch 60. Das wären 30 Minuten, würde ich für eine Download brauchen. Ganz wichtig an der Stelle, wir begrenzen den Download etwas, dass die Leute auf den Servern auch die Möglichkeit haben, alle ungefähr gleich herunterzuladen. Wir haben Gigabit-Server-Anbindung, das heißt, an der Stelle versuchen wir euch möglichst viel Bandbreite bereitzustellen, aber wir sagen, ihr dürft maximal 10 Downloads parallel mit zwischen 3 bis 7 Megabyte pro Sekunde herunterladen. Ja? Und da beschränken wir einfach die Server, dass die nicht zu sehr überlastet sind, dass auch alle gleich viel Datenvolumen haben. Ja? Aber als Beispiel, wie kann ich das rechnen, zum Beispiel bei der 16-Megabit-Leitung, ihr kriegt zum Beispiel 16.000 raus, Kilobits, geteilt durch 8, dann kriegt ihr die Megabyte pro Sekunde, so, und an der Stelle sind es 2 Megabyte pro Sekunde. Jetzt machen wir das gleiche noch wie vorher, das ist unsere
Datei, die wir herunterladen möchten, das, die hat 108 GB oder 108.000 Megabyte. Die teilen wir durch die 2 Megabyte pro Sekunde, die ihr habt. Das sind 54.000 Sekunden. Das teilen wir durch 60, damit wir auf Minuten kommen. Und das teilen wir nochmal durch 60, dass wir auf Stunden kommen. Das heißt, ihr müsstet bei einer 16-Megabit-Leitung, die wirklich 16 Megabit bereitstellt, 15 Stunden lang einen Plot herunterladen. Ja, wir empfehlen, oder ich empfehle euch, 50 Megabit oder aufwärts zu haben. Ihr wollt ja noch nebenher plotten, euren Pool am Laufen haben, also euren Node. Und wenn ihr so viel herunterladet, kann es sein, dass natürlich da ihr Probleme bekommt. Deswegen meine Empfehlung, 50 Megabit und aufwärts. Ansonsten lohnt sich der Download nicht. Da würde ich mir, also ehrlich gesagt, überlegen, eher in Richtung eines anderen Produkts zu gehen, sprich zu Versand von USB oder am besten, wie gesagt, ihr schickt eure Festplatte zu und wir schicken sie euch zurück, ja. So, ja, das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Wir werden die Seite immer noch preislich immer anpassen an die Konkurrenz. Und falls euch irgendwas nicht passt oder ja, ihr ein Problem habt, sagt es einfach nur, ja. Viele werden sagen, okay, das ist mir zu teuer, das glaube ich euch auch, ja. Aber man muss halt das auch immer sehen, ihr habt halt dann einen Vorsprung gegenüber vielen anderen, ihr müsst nicht die Hardware bestellen, ihr habt sofort die Plots dann da, wir versuchen es innerhalb von einer Woche auszuliefern und dementsprechend macht ihr einfach einen Sprung. Es ist natürlich die Frage, ob sich sowas lohnt oder nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aktuell ist es ja der Zustand so, dass die Chia-Plots noch nicht poolfähig sind. Auch diese sind noch nicht poolfähig. Das muss also jetzt jeder selber entscheiden, ob er wirklich was dazu kaufen möchte oder nicht. Vielleicht wartet ihr ab, bis sozusagen die Plots poolfähig sind. Ja? Sobald wir das auch haben, werden wir es nochmal dran schreiben, separat. Dann ist es natürlich vorteilhaft, weil ihr dann, wenn die Pools starten alle bei Null, da habt ihr natürlich einen Riesensprung an der Stelle, auch Riesenvorteile. Und damit schließe ich ab für heute. Werbung, wie gesagt, in eigener Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls nicht, schreibt mir gerne eure Kommentare und Ideen da drunter. Freue ich mich schon drüber. Und ansonsten sieht man sich beim nächsten Mal. Ich bin Daniel Wilczek. Schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.